Martina, EM nächstes Jahr, ihr seid dabei mit Schweiz und nun geht's los, ab heute. Ja, heute geht's dann richtig los, ne? Wenn man dann endlich weiß, gegen wen spielen wir, wo spielen wir. Das ist jetzt spannend, jetzt sind noch knapp, ja, anderthalb Stunden und jetzt wird die Aufregung auch größer. Ist auch ganz wichtig, nach die Vorbereitung zu, dann kannst du endlich mal sehen, gegen wem dann Freundschaftsspiele sind. Genau, ne? Das ist davon abhängig, wen haben wir in der Gruppe, wie haben wir geplant, es ist ja schon, gab schon ein paar Vorgespräche. Aber ja, es ist ein spannender Prozess. Man möchte ja einige Teams lieber haben als andere, aber am Ende können wir es nicht mehr beeinflussen. Ihr sitzt im Top 2, das heißt, es sind vier größere Länder. Gibt es da einen, der die am liebsten nicht in die Gruppe hast? Nein, nicht unbedingt. Also es gibt ja zwei Szenarien. Entweder alle sagen immer, ja, man möchte Deutschland nicht in der Gruppe haben, weil die als Favorit gelten oder Frankreich natürlich auch. Aber die andere Frage ist ja, wenn du einen Top-Favoriten schon in der Gruppe hast und qualifizierst dich fürs Viertelfinale, dann ist es vielleicht dort ein Stückchen einfacher. Aber nochmal, es ist kein Wunschkonzert, wir nehmen es so, wie es kommt. Es wäre vielleicht auch super spannend, gegen das Host-Team hier zu spielen, gegen die Niederlande. Das gibt ja natürlich eine besondere Atmosphäre. Aber nochmal, einen werden wir kriegen und der Aufgabe werden wir uns stellen. Aber bild dich mal ein. Niederlande, zwei, Schweden und zwei. Schweden geht nicht. Die sitzen bei euch. Aber Niederlande, die haben sie schon gehabt für das Olympia-Qualifikationsturnier. Da habt ihr noch was gut zu machen. Zum Beispiel, ne? Könnte man auch 4-4 im Auftakt spielen. Ja. Okay, gut. Wir werden es nach 10 sehen. Okay, wir sehen uns. Danke.